Leberwurst, saure Gurke, Pumpernickel. Herzlich willkommen im Hotel Ruhr, mit Blick auf den Waldeneysee. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Zimmer 214, bitteschön. Häppchen. Ich liebe Häppchen. Genauso ist es mit dem Leben. Das ganze Leben ist ein mieses Kaff. Kommt an und bleibt ein bisschen, dann reißt man wieder ab. Passanten, verstehen Sie? Mit viel zu kurzem Aufenthalt. Tja, und was machen Sie im großen Hotel? Essen, schlafen, Geschäfte machen, ein bisschen rumlungern, ein bisschen tanzen, ein bisschen flirten. Was machen Sie im Leben? Gott weiß, was von ist von dem Hotel auf Werte, weil es einfach ein miserabel Kaff. Und genau dasselbe ist das beim Leben, ganz Leben, also miserabel Kaff. Und du bleibst ein bisschen, dann hast du nichts vor. Also der Jäger macht einfach viel zu viel kurze Momentalt. Was macht er denn im Hotel? Ne? Die bleibt ein bisschen, und Rümmlungen und Affäre machen, und flirten, ein bisschen tanzen, ne? Tja, was macht er am Leben? Wozu? Was alles? Wofür lebt man? Für all diese Quälereien, bis das Theater einen auffrisst? Tja. Vielleicht ist es Zeit. Oder soll ich warten, bis mich irgendjemand auspfeift? Die Grusinska. Vielleicht gewöhnt man mit der Zeit sich an die Zeit. Vielleicht versöhnt man mit der Zeit sich mit der Zeit. Glauben Sie schon, ich bin verrückt, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall tu ich mir leid, ich tu mir leid. Auf jeden Fall tu ich mir leid, ich tu mir leid. Vielleicht gewöhnt man mit der Zeit sich an die Zeit. Vielleicht versöhnt man mit der Zeit sich mit der Zeit. Glauben Sie schon, ich bin verrückt, aber es ist ja auch egal. Auf jeden Fall tu ich mir leid, ich tu mir leid. Auf jeden Fall tu ich mir leid, ich tu mir leid. Zimmer 96. Ach! Ich verirre. Was wollen die ganzen Menschen hier? Geben wir denen noch ein Frühstück, dann können sie gehen. Soll ich den Brief noch frankieren? Onkelchen! Herr Dr. Otternschlag! Erzählen Sie doch noch einmal die Geschichte, wie Sie Kringelein das Zimmer überlassen haben. Nun, an jenem Tag saß ich rein zufällig, genauso wie heute und auch auf diesem Platz, dementsprechend freie Sicht auf die Rezeption und trotz nicht zutragenden Ereignisse, als ich einer Person gewahr wurde. Und in Not, ich erhob mich, begab mich zur Rezeption und stellte sich vor, guten Tag, Otternschlag, Dr. Otternschlag, Kringelein. Ich fragte, was ist hier vorgefallen? Kringelein, wie ich dann ja erfuhr, meinte nun, er hätte sich um ein neues, um ein besseres Zimmer bemüht. Ich überlegte, wie kann man diesen Menschen helfen? Ich wurde dann einfach selbstlos, würde ich im Nachhinein sagen, mein Zimmer ein. Meint, daran soll es nicht scheitern. Was erzählen Sie denn da für eine Geschichte? Herr Dr. Otternschlag erzählt gerade die Geschichte, wie Herr Kringelein das Zimmer überlassen hat. Ach, das klingt ja furchtbar interessant. Erzählen Sie doch von Anfang an. Nun, wie ich bereits erwähnte, saß ich an eben jenem Tag rein zufällig genau an diesem Platz hier und hatte dementsprechend freie Sicht auf die Rezeption und sozusagen Ereignisse. Und als ich einer Person gewahr wurde, die mir zu dem Zeitpunkt noch unbekannt war, Kringelein,
die sich erfolglos um ein neues, ein besseres Zimmer bemühte. Das ist mein Chef. Der Chef ist auch hier. Mein Chef, dem geht's nicht so gut heute. Der hatte eine lange Unterhose an. Der geht dir nicht mehr so gut. Aber Chef, was ist das? Freising, was machen Sie da mit der Gitarre? Schön, dass Sie fragen, Chef. Ich hab in meiner Freizeit eine Band gegründet. Ich sah eine Person in Not, beschloss zu helfen, beruf mich. Begab mich zur Rezeption und stellt sich vor, guten Tag, Otternschlag, Dr. Otternschlag, Ringelein. Ich fragte, was ihr Begehr. Ringelein erklärte mir, dass er sich gerade um mein Zimmer bemüht hätte. Dass diese nicht. Sie haben doch noch so eine interessante Geschichte über den Belgisch-Kongo. Nun ja, das ist aber schon ein paar Jährchen her. Ich hatte das Glück, im Rahmen meiner Tätigkeiten in der Bucht von Leopoldville. Richtig, in logistischen, administrativen Tätigkeiten gewesen zu sein. Ich verkehrte damals in den Kreisen der Familie de Bouquelard. Die Keksfabrikanten. Richtig. Kakao. Pralinen. Ja. Das stimmt allerdings, müsste ich jetzt im Nachhinein hinzufügen, dass, wie Sie höchstwahrscheinlich wissen, Belgisch Kongo kein gewöhnliches Staatengebilde war, sondern als Kronkolonie im persönlichen Besitz seiner Majestät Leopold, König Leopold. Welcher Leopold war das nochmal? Der Dritte. Genau, und dann, sage ich mal, gängige. Sie erwähnten doch vorhin, dass sich die Barocker viel höher vorgestellt hätten. Alles sieht größer aus, bis man es dann gesehen hat. Das eigentliche geschieht immer woanders. Das haben Sie prächtig gesagt, Otternschlag! Das ist das Einzige, was ich habe. Man muss doch leben. Was heißt schon Leben? Ein Sprichwort der Region besagt, dass man auf das prächtige Leben ein Happy trinken muss. Prost, auf Sie alle. Prost, Ringelein, Prost. Wo ist das wirkliche Leben? Ich habe es noch nicht erwischt. Ich habe immer das Gefühl, das Wirkliche, das Eigentliche, das richtige Leben geschieht ganz, ganz woanders. Ich habe keine Angst zu sterben. Meinen Sie denn, dass ich Angst hätte? Ein Sprichwort der Region besagt, dass man, wenn man Angst hat, einen Pfeffi trinken soll. Prost, Ringelein. Im Gegenteil, ich hätte ja nie die Courage gefunden zu leben, wenn ich nicht wüsste, dass ich bald sterben muss. Da ist man zu allem fähig. Das sage ich Ihnen zu allem. Das ist ein Geheimnis. Auf das Geheimnis, Königin. Ja, ein Sprichwort der Region besagt, dass man auf Geheimnisse ein Pfeffi trinken muss. Prost. Verließ jeden Tag die Klasse neu. Alle küsst du und bleibst keiner treu. And I
Das ist für mich. Das ist die Mitte. Gleich öffnet der Sauna-Club Scirocco. Werden die Sauna wieder einen kleinen Aufguss? Folgt mir doch. Sie merken, wie die ganzen Fichtennadeln durch die Poren in ihrer Haut ins Fleisch hereinstechen. Es ist aber ein lustvoller Schmerz. Er entspannt sie und bereitet sie darauf vor, was der Abend bringt. Der Fichtenstamm kriecht durch ihr Steißbein hoch in die Wirbelsäule. Sie sind der Baum. So, das waren 75 Grad und die Fichte. Ich werfe noch mal kurz ein bisschen nach. Ich werde auch noch mal kurz lüften. Bisschen Sauerstoff rein. Kohlenmonoxid drauf. Es ist wichtig, dass das Handtuch im 180-Grad-Winkel zum Körper ist. So. Der zweite Punkt heute ist die kanadische Schwarzbirke. Eigentlich angesiedelt in Recklinghausen, hat sie die Kohle der 70er und 80er in ihre Rinde aufgenommen und vergibt sie weiter an ihre Nachkömmlinge. Man kann diese schwarze Farbe abkratzen, damit die schwarze Birke die Weißbirke. Das habe ich hier rein diffundiert. Tja, gar nicht. Preising. Komm, gehen Sie. Zeigen Sie den da oben mal richtig. So, jetzt kommt die Schwarzbirke. Ja, also, darauf
runter. Happy Hour! Happy Hour! Prost! Ein Wunder! Prost! Sauna Club Scirocco. Happy Hour! Ich sag einfach, auch auf Mama oder nie betreffend. Happy Hour! Happy Hour! Hier wird gezeigt und nicht gemeckert. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wenn ich jetzt gerade
Ich muss doch um Ruhe bitten. Die Nacht ist zum Schlafen da und nicht zum Amüsieren. Jetzt war's gerade so schön. Irgendwann geht alles zu Ende. Ja. Machen Sie Ihre Arbeit. Ja. Die Liste. Ja. Ich noch von der Georgi die Liste. Die Liste. Hat er denn schon der neue Briefkasten drauf? Brinskaya Grüßki. Naja, ein guter Gruß. Freising zu sein. Freising? Ja. Freising. Wie lange die den hier noch wohnen lassen werden? Was meinen Sie, Herr Georgi? Man muss der ja bezahlen. Ja, bezahlen? Womit denn? Der hat doch kein Geld. Menschenhaft, flüchtiger und schwerer zu greifen als Wolkenschatten, die über eine Wiese wandern. Die Konferenz hat länger gedauert. Das war sehr lustig. Genau. Backen und Kochen mit Mehlwürmern. Den Baldeneysee. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Zimmer 214, bitteschön.
Häppchen. Ich liebe Häppchen. Das sind die besten Häppchen, die ich je gegessen habe. Eine Nacht bleibe ich noch. Herr Doktor, Häppchen? Mir ist so schlecht. Oh, mir geht es so schlecht. Ich muss rein ins Zimmer. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Herr Baron, Häppchen? Kringelein! Häppchen? Ach, ich glaube, der Magen... Nein, danke. Auf dem Kater eine saure Gurke, das wird Ihnen gut tun. Elektrolyte, wissen Sie? Danke. Gerne. Herr Doktor, dürfte ich Ihnen das einmal? Ja, das ist besser so. Danke. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Freising! Ab in den Keller, Freising! Ab! Häppchen. Glauben Sie schon, ich bin verrückt, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall tue ich mir leid, ich tue mir leid. Auf jeden Fall tue ich mir leid, ich tue mir leid. Chef, Sie können wirklich gut tanzen. Vielleicht gewöhnt man mit der Zeit sich an die Zeit. Vielleicht versöhnt man mit der Zeit sich mit der Zeit. Glauben Sie schon, ich bin verrückt, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall tue ich mir leid, ich tue mir leid. Auf jeden Fall tue ich mir leid, ich tue mir leid. Man weiß nicht ein, man weiß nicht aus. Und wenn man es weiß, dann fällt man heraus. Vielleicht gewöhnt man mit der Zeit sich an die Zeit. Glauben Sie schon, ich bin verrückt, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall tue ich mir leid, ich tue mir leid. Auf jeden Fall tue ich mir leid, ich tue mir leid. Toll. Ach, das Chef, dass Sie so gut tanzen können. Vielleicht hätte ich nicht erwartet. Man mit der Zeit oh, aber Sie sich haben ja ein bisschen an die Zeit. Farbe an. Vielleicht versöhnt man mit der Zeit sich mit der Zeit. Ab ins Büro. Sie arbeiten. Glauben Sie schon, haben eigentlich ich bin verrückt, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall tue ich mir leid, ich tue mir leid. Vorstellen. Auf jeden Fall tue ich mir leid, ich tue mir leid. Stell ich Ihnen mal vor. Schätzchen! Schätzchen! Ja, ich war gerade tanzen mit der, auf einen Song von der Grund. Man weiß nicht mein Chef meinte, er wollte dich mal kennenlernen. Und weil man es weiß, dann
Feldmann ja, raus. Schönen guten Tag, hallo, hallo, Herr Chef. Hallo, hallo, guten Tag, hallo. Das ist meine Frau. Ja, wir haben wenig Zeit. Wir sind viel arbeiten. Sie kennen das. Sie kennen den Dienstplan. Sie schreiben ja den Dienstplan. Ach, du bist auch mal mit mir tanzt. Glauben Sie schon, okay. Ich bin okay, verrückt, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall tue ich mir leid. Ich tue mir leid. Auf jeden Fall tue ich mir leid. Du hast aber fallen gelassen, Schätzchen. Dein Arm ist abgefallen. Vielleicht gewöhnt man mit der Zeit sich an die Zahlen. Vielleicht versöhnt man mit der Zeit sich mit der Zahlen. Glauben Sie schon, ich bin verrückt, aber das ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eventuell einen Brief aufgeben? Selbstverständlich, Herr Doktor. Jawohl, Herr Doktor. Oh, der Mensch kann einen schwächen. Ewig das Gefrage nach Post. Darf ich für Sie einen Brief aufnehmen? Steno oder Maschine? Dann kommen Sie gerne her. Was darf ich für Sie aufnehmen? Die geht nicht. Ich nehme den Stift. Was darf ich für dich aufschreiben? Ja, die kommt nicht bekannt vor. Schön. Danke. Ich will vornehm wohnen. Ja. Wissen Sie, es ist zum Verzweifeln, wie unser Eins so existiert. Da wartet man von einem Jahr aufs andere und erst hat man 180 Mark und wenn man 5 Jahre gewartet hat, dann hat man 200 Mark. Und immer denkt man, dass es besser wird. Aber es wird nicht besser. Und dann hat man noch Glück, wenn man nicht abgebaut wird. Und deswegen möchte ich jetzt ein anderes Zimmer. Ja, aber also es tut mir leid, aber Sie sehen ja, was hier los ist. Also, wir haben gerade kein Zimmer frei. Kein Zimmer für mich? Für Sie nicht. Sagen Sie, kennen wir uns nicht aus Baden-Baden? Nö. Ich war überhaupt noch nie in Baden-Baden. Ach, das tut mir leid. Dann muss ich Sie mit jemandem verwechselt haben. Ich war mir sicher, wir würden uns aus Baden-Baden kennen. Wissen Sie, heute um 17 Uhr ist Tanztee. Würden Sie mit mir tanzen? Ist gut, ich komme. Aber jetzt lassen Sie mich hübsch weiterarbeiten. Soll ich noch was auf den Brief schreiben? Nein, nein. Hübsch? Fahr den Wagen der Grusinskaja vor! Fahr den Wagen der Grusinskaja vor! Fahr den Wagen der Grusinskaja vor! Soll ich den Brief für Sie auch frankieren? Ja. Die Grusinskaja kommt! Die Grusinskaja kommt! Die Grusinskaja kommt! Richten Sie bitte Herrn Witte aus, er möge das Klavier stimmen. Man braucht ein gestimmtes Klavier, ein wohltemperiertes Klavier. Ein Mensch soll ihn daran erinnern. Sie haben den Brief ja schon abgeholt. Ich hätte ihn sonst frankiert. Zimmer 69, bitte. Ach.
Ich werde irre. Was wollen die ganzen Menschen hier? Kriegen morgen noch ein Frühstück. Und dann dürfen sie gehen. Meint ihr, dass ihr nicht um ein neues Zimmer bemüht hättet, in dem man in die Stadt gegeben wurde? Was erzählen Sie denn da für eine Geschichte? Herr Dr. Ottmann-Schlag erzählt gerade die Geschichte, wie er Kringelein das Zimmer überlassen hat. Das klingt ja furchtbar interessant. Erzählen Sie doch von Anfang an. Nun, wie ich bereits erwähnte, ich saß an jenem Tag rein zufällig am genau gleichen Platz wie heute und hatte dementsprechend freie Sicht auf die Rezeption und die vorzutragenden Ereignisse, als ich einer Person gewahr wurde, die ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte, Kringelein, die sich erfolglos um ein neues und ein besseres Zimmer bemühte. Dem wurde stattgegeben, ich bestimmte eine Person, die in Not ist, ich beschloss mich einzumischen, ich erhob mich, ich ging zur Rezeption. Stell dir vor, guten Tag, Otternschlag, Dr. Otternschlag, Kringelein. Warte, was geschehen sei, Kringelein. Sie haben doch noch so eine spannende Geschichte über den Belgisch-Kongo? Nun ja, das ist allerdings schon ein paar Jährchen her. Also, ich hatte im Rahmen meiner Tätigkeiten das Glück, in der Bucht von Leopoldville in logistischen und administrative Prozesse eingebunden zu sein. Leopoldville? Richtig, genau. Und ich verkehrte damals in Kreisen der Familie de Bouclard. Ach, die Keksfabrikanten. Kakao. Pralinen. Richtig. Allerdings muss ich mit dem heutigen Blick natürlich da anfügen, dass, wie Sie wahrscheinlich wissen, wenn der Belgisch-Kongo kein gewöhnliches Staatengebilde ist, sondern als Kronkolonie im persönlichen Besitz seiner Majestät König Leopolds. Und welcher Leopold war das noch gleich? Der dritte. Ach. Und dies führte dann dazu, dass, sagen wir mal, gängige Entschädigungsansprüche nicht wirksam waren. Nun ja, man muss einfach sagen, Fehler wurden gemacht. Ja, bitte. Tanztee! Onkelchen, komm, wir gehen jetzt zum Tanztee. Hey, ich komme nach. Dann sagen Sie doch noch mal, was wer die Fehler gemacht hat. Ja, warum? Ja, das ist oben, Tanztee ist oben. Hat die Lenz genommen. Ups. Und wir sehen es noch. Sie sind so ein Punkt. Auf der Schlange ist der Fehler. Leopold der Dritte? Guten Abend. Und er selbst. En avant! Wir müssen schön sein! Wir müssen vergnügt sein! Tanztee! Ich werde singen. Onkelchen, jetzt kommen Sie aber mit zum Tanztee. Ich werde nachkommen, Fäuste. Ich finde Sie an der Bar. Versprochen? Ja, unmittelbar. Zum Tanztee in der Bar. Wir waren ja noch nicht bei Herrn Weising unten, der ist immer so einsam. Kringelein. Ja, kommst du mal mit zum Weising? Kringelein. Der ist so allein da unten seit ein paar Jahren. Man weiß überhaupt nicht, was er macht. Ja, Sie sehen ja auch hier sehr viel besser aus, muss ich sagen. Der Kreislauf kam mit Schwimmen. 10 Minuten gehen wir. Ich glaube nicht, dass Sie ihn da vergisst, sondern wirklich. Guck mal, wann ich da bin. Ich bitte Sie, Kringelein, das ist mein Beruf. Ja? Das freut mich, wenn Sie das. Ich auch. Nein. Die Mama fährt noch mit dem Auto. Sollen wir doch den schweren Auto? Ich denke, jetzt ist er. Wollen wir zum Tee, zum Tanztee? Wissen Sie was? Der erste Schnaps geht auf mich. Kringlein, Sie sollten mitgehen. Sie sind doch wieder ganz gut hergestellt. Und Sie, Herr Doktor, kommen Sie auch? Ich werde nachkommen. Ich finde Sie einfach oben an der Bar. Kommen Sie, die ersten drei. Ich nehme schon mal vor. Drei Schnaps.
Sie doch gerne. Setzen Sie sich gerne. Kommen Sie zum Tanztee. Ich sollte zeigen, was ich drauf habe. An der Bar gibt es auch. Ach, Sie haben schon getrunken. Sie haben Tee. Ach, Herr Bitter, man wollte mich aber nicht verändern, oder? Wir haben so ein schönes Programm gemeinsam ausgearbeitet. Und jetzt was? Ich bitte Sie, schauen Sie doch. Folgen Sie einfach. Herr Bitter, Herr Bitter. Etwas mit mir. Herz, mir egal, wie du warte, Sie wissen schon. Wollen wir tanzen? Ob wir tanzen? Na dann spielen Sie schneller, lauter. Thank you.
daheim netten jungen Mann, der gar nichts ist und nichts Besonderes kann. Und ihn die Damen dennoch eins fehlen, weil er das hat, was alle Frauen begehren. Er macht die anderen Männer ganz nervös mit seiner tollen Chronik skandalös. Er liebt die Frauen, wie er will, bei ihm halt ihre Spiel. Das eigentliche, das richtige Leben geschieht ganz, ganz woanders. Ich habe keine Angst zu sterben. Meinen Sie denn, dass ich Angst hätte? Ein Sprichwort der Region besagt, dass man, wenn man Angst hat, einen Pfeffi trinken soll. Prost, Kringelein. Im Gegenteil. Ich hätte ja nie die Courage gefunden zu leben, wenn ich nicht wüsste, dass ich bald sterben muss. Da ist man zu allem fähig. Das sage ich Ihnen, zu allem. Das ist ein Geheimnis. Auch das Geheimnis, Kringelein. Ja, ein Sprichwort der Region sagt, dass man ein Pfeffi trinken sollte. Prost. Oh, das ist für mich. Ist das Einzige, was ich habe. Du musst doch leben. Was heißt schon leben? Du wärst die Verrückte. Hier. Was ist das? Pfeffi. Sind Sie denn ganz alleine für sich? Wissen Sie, ich habe die Fäden abgeschnitten. Das ist für mich. Man bringt mir das Telefon. Das ist die Med. Das ist New York. Auf das prächtige Leben soll man ein Pfeffi trinken. Cheers, cheers. Jetzt ist Zeit für die Konferenz. Was ich daraus diffundiert habe, dann ist die Schwarzbirke wieder zur Weißbirke geworden. Hierzu habe ich die Schwarzbirkenzweige 2 Jahre eingeweicht. Sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, um sie damit zu verwöhnen. Pisch! Oh, ist das heiß. Oh. Ui. Pusch! Nochmal kurz nachwässern aus dem Birkensud. Pusch! Pusch! Und der letzte. Schwarzbirkensud, 2 Jahre bereit. Noch eine Stufe tiefer. So, ich werde nochmal einen Scheit nachwerfen. Tschung, klong, die Bong. Wir sind jetzt bei 95 Grad. Ich lasse nochmal kurz Sauerstoff rein. Die Sauna läuft die noch? Ja. Okay.
Okay. Keine Post. Die Zuckererbse ist ja in solchen Schoten und die Position der Schote wird sozusagen so. Okay, die Aua beginnt. Okay, wir machen die Schote und dann gibt es die alle Getränke zum halben Preis. Da muss ich hin, das tut mir sehr leid. Okay, wir machen eine schnelle Schote. Schote, 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 Zuckerschoten, 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 Zuckerschoten. Und andere Richtung. Zuckerschoten, Zuckerschoten. Super, danke schön. Und jetzt gehen wir alle zu Ende. Das Gemüse-Yoga. Und ich meine, ich habe so einen Durst. Ich meine, jetzt kostet das Wasser nur noch 50 Cent. Das erspare ich. Wow, Happy Hour. Happy Hour. Happy Hour. Ich bin noch zu schön.
214, bitteschön. Häppchen. Ich liebe Häppchen. Das sind die besten Häppchen, die ich je gegessen habe. Häppchen? Eine Nacht? Dann bleibe ich noch. Ja. Herr Doktor, Häppchen? Frau nicht Chance, frisch, nehmen Sie noch eine. Ja, nehmen Sie noch eine. Mir ja? Ist so schlecht. Oh. Häppchen? Mir geht es so schlecht. Ich muss das mein Zimmer anziehen. Herr Baron, Häppchen. Danke. Ja. Danke. Darf ich mich senden? Die Grusinskaja ist da. Die Grusinskaja ist da. Die Grusinskaja ist da. Richten Sie bitte Herrn Witte aus, er möge das Klavier stimmen lassen. Man braucht ein gestimmtes Klavier, ein wohltemperiertes Klavier. Ein Mensch soll ihn daran erinnern. Und?
Zimmer 96. Wohl. Oh, wundervoll. So viele Menschen hier. Herrlich. Wir müssen noch das Frühstück vorbereiten. Soll ich den Brief auch frankieren? Sie haben doch noch so eine interessante Geschichte über den Belgisch-Kongo. Ja, der Belgisch-Kongo, das ist schon ein paar Jährchen her. Ich hatte damals das große Glück, im Rahmen meiner Tätigkeiten in der Bucht von Leopoldville. Leopoldville? Genau. Ich verkehrte damals in den Kreisen der Familie de Boucoulard. Ach, die Keksfabrikanten. Richtig. Kakao. Berlin. Das stimmt. Allerdings muss ich an dieser Stelle und im Nachklagen hinzufügen, dass, wie Sie ja sicherlich wissen, Belgisch Kongo kein gewöhnliches Staatengebilde, sondern eine Kronkolonie war. Und als solche unterstand sie, beziehungsweise war sie im persönlichen Besitz von seiner Majestät König Leopold. Welcher Leopold war das denn? Der Dritte. Der Dritte. Und in diesem Sinne kamen, sag ich mal, gewöhnliche Entschädigungsansprüche nicht unmittelbar zum Tragen. Wir haben immer Fehler rum gemacht. Bitte? Tanztee! Onkelchen, kommen Sie doch nein, mit zum Tanztee! Nein. Ja, welche Fehler? Ja, korrektiver und persönlicher Natur ist nicht so einfach festzunageln im Nachhinein. Ist, Sie meinen, die Verantwortlichkeiten waren schwierig zu ermitteln? Richtig, richtig. Schön sein, wir müssen vergnügt sein. Tanztee, ich werde singen. Onkelchen, kommen Sie mit zum Tanztee? Gerne, Frau Ärztin, aber ich werde nachkommen. Finde Sie. Versprochen. Versprochen. Zum Tanztee. In die Bar! Ich hab wieder los. Es geht wieder. Ich muss einmal arbeiten, Schätzchen. Geh einmal kurz ins Telefon und ruf mal meinen Chef an. Ja. Hallo? Hallo? Ich hab noch gar nicht gewählt. Das kann ja auch nicht funktionieren. Ja! Ja, Herr Chef. Ja, Herr Chef, ich bin. Sie sitzen im Büro. Ich fahr gleich nach Singapur. In der Zwischenzeit. Kann ich hier noch mal kurz telefonieren? Ja, ich hab noch die Zeit. Die Zeit nehme ich mir. Ja. Ich kann in der letzten Zeit viele Überstunden gemacht. Wie machen Sie das denn mit der Freizeit? Ich bin da ja noch unerfahren. Ich suche mir ja gerade noch Freizeitbeschäftigung raus, die ich dann jetzt in meiner Freizeit auch machen kann. Den Beat aufnehmen. So. Okay, Chef. Vollgas. Wow! Das machen Sie aber richtig gut schon. Dafür, dass Sie schon gar keine Band-Erfahrung haben, Chef. Sie haben auch früher in der Band gespielt. Was haben Sie denn so gespielt? Dixieland? So mit der Lasse? So? Ja, ach ja, das hört man raus. Dixie World in the Country Road. Take me home. The street of LA. Dixie World in the Country Road. Sehr gut. Take me home. Schnell dauert es mal. Ich kann nicht das machen. Sind ja jetzt in der Band zusammen. Die Freizeitriders. Oh, in die Tasten. Mega.
Pinsel. Ich hätte gerne noch ein stilles Wasser. Ja, komm. Ah, das ist wieder fetzig. Mein Lieblingstrack. Ist das vielleicht mit der Versi-Orgelei gespielt? Oh, ein Ken-Connoisseur. Ja? Ja. Diversimento. Ein Connoisseur. Pase ist ein Connoisseur. Ich werde das schon auschecken. Ja, Pase. Oh, hat sie nicht gefallen, unser Maus? Eigentlich sehr. Ja, dann bleiben Sie doch. Sie können den Schlüssel gerne behalten. Wir haben genug. Ja? Ja. Ah, okay. Ich muss das abgeben. Nein, nein. Der Stammgäste. Stammgäste. Tut's auch Medium? Tut's auch Medium? Ja, Medium geht auch. Medium! Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte seid ihr dann bald. Und das schon wieder. Sie sehen die Verkrankung. Ein Frauenhotel für dich. Kommt noch ein Fluchtblick hin. Da achte noch ein Frau. Oh, jetzt wäre es ganz schlecht. Da kommt noch ein Fluchtblick hin. Das ist ja auch nicht verbessert. Ja, dachte ich auch. Das dachte ich aber auch. Ich helfe ihm mal. Das hat doch niemand gesehen, oder? Nein, okay. Zusammen. Zusammen. Und? Oh. Eins, zwei, drei. Wusch. Wahnsinn. Das ist ja nicht so zubbeln. Oh, das kriegt sich platt. Das kriegt sich platt. Ich soll hier noch einen Fluchtweg einzeichnen. Oh. Da sag ich doch mal, Chaba ist Lebe. Schon vorbei. Heute ist ja mein Tag. Warum? Ja. Kommst du mit, Kringlein? Ja. Kriegen wir hin. Es ist der Lieb und das hat einen Grund, der das besingt in der Liebe vieler Damen, die ihm zu lieben fielen aus dem Rahmen. Dich aus neu.
aller küsst. Nun bleibt's keiner treu. Noch die Frau, die dich liebt, mach's so glücklich wie noch nie. Ella, Waren Sie denn schon mal in Paris? Nein, leider nicht. Noch nicht. Aber ich werde abreisen. Ich gehe nach Paris. Kriege gleich noch ein Geld? Nur ein ganz wenig, ich habe Erspartes. Dann mach nichts, dann mache ich halt noch einmal Akte auf Namen für 20 Euro. Heute Abend treffen wir uns am Bahnhof, das Hotel hat offen. Wir verlassen das Hotel. Ich gehe nach Paris. Entschuldigung. Ich gehe mit Ihnen. Nach Paris. Kooperation. Kaufen Sie Freizeit hier bei Preising. Preising Freizeit GmbH. Im schönsten Look. Ja. Ach, das wäre doch schön. Damit, ja, und dann kann auch noch andere. Habt ihr auch schon mal in der Band gespielt? Die haben doch bestimmt schon mal in der Band gespielt, oder? Super. Können Sie einmal hier dann noch die Gitarre einspielen? Für mich, Sie müssen einmal aufstehen. Das klappt sonst nicht. Auf jeden Fall. Also Preising würde ich Sie einstellen. Zu Grudzinskajas Grand Finale. Nach 2 Jahren in diesem Hotel wird heute Abend der Bann gebrochen und die Show Tanz auf dem Vulkan kann nun endlich heute Abend für Sie zur Uraufführung kommen. Ein verehrte Damen, sehr verehrte Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen, denn dieses Finale ist mehr als nur ein Finale. Die einzigartige, die wunderbare Grudzinskaja. Verehrt uns alle mit einem Programm der Sonderklasse. Beyoncé hat von ihr das Koloraturen-Singen gelernt. Die Dietrich war ein schaler Abklatsch. Begrüßen Sie noch einmal mit mir die wunderbare, einzigartige Grudzinskaja! Wunderbare Revue
natürlich auch ganz persönlich von mir inszeniert. Seit 2 Jahren kann ich an meiner Stückentwicklung arbeiten und habe heute mit unseren wunderbaren Hotelgästen dieses einzigartige Spektakel für Sie mitgebracht. Danke! Sagt man wohl, die Katze ist aus dem Sack. Dass die Gruschinska ja selber dieses Programm entworfen hat, ist ein Höhepunkt der Showgeschichte. Meine Damen und Herren, als erste Nummer darf ich Ihnen präsentieren: Flämmchen und ihre Magical Hands. Genau so wird Ihre Show aber begleitet von Witte 40 Hands. Das reicht ein Applaus für diesen Dilettanten. Und von MC Prize. Jumba! Rusbulus! Blablumut! Blabbulus! Krumbulus! Als nächste Nummer darf ich Ihnen ankündigen, dass die zwei Ted Turm und MC Pricing Hotel der großen Versteigerung durch unseren wunderbaren Sir Page. Audi! Ich kenne mich alle hier von dem Hotel, von hier die ganzen Zeit, wo ich schon hier war. Ich bin die Page hier in dem Hotel, aber ich habe einen großen Traum. Ich weiß nicht, wer war heute im Sauna Club Scirocco? Ich bin Meister Scirocco, man kennt mich auch als MC Page. So, ich habe nicht so viel Geld, mir fehlt ein bisschen Geld für die Sauna-Club. Es ist so, die Tipps, ihr habt heute gar keinen Tipp gegeben. Nee, ich habe so viel Koffer getragen, keine von meinen Tipps. So, wir kommen now zu einer Versteigerung. Wir machen ja die grande Versteigerung von dem Hotel, damit ich meine Sauna-Club kaufen kann. Ah, und hier haben wir die erste. Das ist hier, das ist der älteste erste Bierdeckel in die ganze Hotel. Es riecht wirklich gut, es ist ein bisschen streng. Ich rieche jetzt Eichenfass und ein bisschen Brombeere, vielleicht auch Torf. Es schmeckt Pappe. Okay, and now.
We start the auction. We got one over there and two over there. We got three over there and five over there. 10 over there and 10 over there, 12 over there and 15 over there, 20 over there, 25 over there, 15 over there, 25 over there, 100 over there, 200 over there, 300 over there, 1,000 over there, 2,000, 5,000, 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 souls. Steigerungsexponat sehen. Das hier ist ein ganz besonderes Exponat. I call it the silent bell. Normally the bell you will hear ring the gong. And this is... It's the silent bell. It's a golden bell. It's a beautiful bell. It's a wooden bell. It's a golden and wooden bell. So we start. We have one over there and five over there and 10 over there, 25 over there, 50 over there, 100 over there, 2,000 over there, 5,000 over there, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000, 10,000,000 sold over there. So, and now, line dance! Please, we all do the line dance now. I am from Kentucky, we do a line dance after every auction. So, grab your cheeks. Everybody grab their cheeks. So, and we go to the right, and we go to the right, and we go right, and we go to the right, and we stop. And we go to the left, and we go to the left. Go to the left and we stop. And now we turn, 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 and turn, and turn, and we turn, and turn. Howdy! Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre großzügigen Gebote. Ich hoffe, die erfolgreichen Auktionatoren sind glücklich mit ihren Erwerben. Nun als Fast-Höhepunkt der Show darf ich ankündigen, Flämmchen und ihr einzigartiges, noch nie so dagewesenes Sektballett! Ich hoffe, da machen wir ein Plädoyer. Wir beißen ab und die Croissants
Schon lange nicht mehr gesehen haben. Sie ist ein Stern am Showhimmel. Sie ist ein Stern für dieses Hotel. Sie ist eine Zierde für unser Gehör. Begrüßen Sie noch einmal die wundervolle Gruschinskaja. Angetan hin zu den Tavernen, Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist das, was heute geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, da es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Mit dem Glas perlt der Sekt unter roten Ampeln und die Mädchen süß erschreckt auf dem Schoß und Stampen. Brüderie von den roten Mündern. Amnestie, Amnestie, allen braven Sündern. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist das, was heute geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, da es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und lacht.
Braut vor den dunklen Scheiben und die Männer ohne Braut beieinander bleiben. Schmiede, Zinken, Flüstertopf, aus Gesprächen, Bomben. Rebellion, Rebellion in die Katakomben. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, na, die Nacht ist das, was heute geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, da ist man sie aus, den Haus auf hohen Schwing. Erlaub, steigt vor euch hin und liebt und lacht und liebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Ohne Steuern ist der Staat, Steuern, Steuern, Steuern. Gelder braucht der Proletar, sie hinaus zu feuern. Hürrenkampfest und Völlerei muss das Volk bezahlen. Kauft dem Kanzler einen Brei. Ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist das, was heute geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen, da es muss hinaus, hinaus auf hohe Zehen. Scheiß voll, trink und lieb und lach und lieb den schönsten Augenblick. Die Nacht, die kann in einem Rausch verlachen, bedeutet Seligkeit und Glück.